Jeder Hundebesitzer kennt das. Kaum geht es raus, schnuppert der Hund an jeder Ecke und jedem Grashalm. Wir verraten euch, was es mit dem Schnüffeln auf sich hat und warum es für eure Vierbeiner so wichtig ist. Die Welt mit der Nase zu erkunden gehört zu den Grundbedürfnissen eines jeden Hundes. Die vielen verschiedenen Gerüche, die er während eines Spaziergangs wahrnimmt, enthalten für ihn wichtige Informationen über seine Umgebung. Umso wichtiger ist es, ihm beim gemeinsamen Gassigehen ausreichend Gelegenheit zum Schnuppern und Schnüffeln zu bieten. Zusätzlich zu ihrer ausgesprochen guten Nase besitzen Hunde das sogenannte Jacobson'sche Organ, mit dem sie Gerüche auch über die Mundhöhle aufnehmen können. Im Gegensatz zum Menschen nehmen sie so Duftnoten nicht nur um ein Vielfaches stärker wahr, sie können sie auch besser orten und unterscheiden. Wer seinen Hund beim Spazierengehen richtig fordern will, kann verschiedene Schnüffelspiele einbauen. Das Spurenlegen mit dem gefüllten Futterdummy ist eine Möglichkeit, aktiv die Nasenarbeit des Hundes zu unterstützen. Bei ungeübten Hunden sollten Start und Ziel noch nah beieinander liegen. Geübtere Vierbeiner können die Fährte auch auf längere Distanz hin verfolgen. Ein Schritt weiter geht das sogenannte Mantrailing. Dabei suchen die Tiere anhand von Geruchsproben nach Menschen und können für die Personensuche trainiert werden. Ob Spiel oder Einsatz im Ernstfall, die Orientierung mit der Nase ist für Hunde Höchstarbeit. Durch die andauernd hohe Konzentration sind sie nach einer ausgiebigen Schnüffeltour meist mehr ausgelastet als nach einem langen Spaziergang. Positiver Nebeneffekt gerade für unruhige Vertreter: die hohe Auslastung wirkt beruhigend und die Tiere werden auf Dauer ausgeglichener und zufriedener. Gemeinsames Schnüffeln in der Gruppe ist außerdem ein gutes Kommunikations- und Sozialtraining, bei dem die Hunde ihre Artgenossen besser kennenlernen können.